Zunächst wieder ein kurzer Rückblick, was bisher geschah. In den Teilen 1, 2 und 3 haben wir eine Reise durch das Land Tschechien unternommen und haben uns dort die Eisenbahn vor Ort angeschaut. In Teil 4 dann sind wir von Tschechien rüber nach Polen gefahren, zunächst nach Katowice, im Anschluss weiter nach Krakau, wo wir abends noch eine Runde Baureihe 614 mitgefahren und jetzt sind wir in unserer Unterkunft in Krakau. Guten Morgen! Guten Morgen! Fahrt gestern mit Baureihe 614 war auf jeden Fall richtig cool. Ja, und heute sind wir auch schon wieder sehr früh auf. Wir haben jetzt, ja, kurz nach 6, fast 6:30. Und ja, heute fahren wir EN57. Ich liebe diese Fahrzeuge einfach, diese Elektrotriebwagen, die in verschiedensten Varianten und Modernisierungen und Nicht-Modernisierungen hier in Polen unterwegs sind. Gut, du findest wahrscheinlich wieder andere Fahrzeuge interessanter. Ich freue mich auf EN57. Ja, aber was ich eigentlich schon fast interessanter finde als das Fahrzeug, mit dem wir fahren, ist das Fahrziel, wo wir heute hinfahren. Wir reisen nämlich heute wieder, also heute ist unser Abreisetag und wir fliegen später ab Katowice und fahren dementsprechend zurück nach Katowice. Werden auf dem Weg nach Katowice aber nochmal einen kleinen Umweg machen und zwar über Auschwitz tatsächlich, im polnischen Auschwitz. Ich denke mal, dass das jedem von euch ein Begriff ist, muss ich glaube ich nicht so viel zu sagen. Aber ich denke mal, wenn man als Deutscher hier in der Gegend ist, ist es irgendwie irgendwo eine moralische Verpflichtung, dass man da... Ja, es ist ein Muss, so finde ich. Wenn man mal hier ist, soll man das auch machen. Ja. Ja. Und ja. Bin ich auch gespannt. Ja, das ist einfach. Das ist einfach ein dunkles Stück Geschichte, was da irgendwie dazugehört, wo ich denke, ja, das muss man sich mal angeschaut haben. Mhm. Und ja, wenn auf dem Weg dorthin dann auch noch jetzt EN57 fahren, kann man es noch verbinden mit Eisenbahn. Wir fahren jetzt mal los und bis gleich. Genau. Okay, also es ist kein EN57, anders als erwartet. Ist jetzt zwar ein kleines bisschen enttäuschend, aber gut. Ja, hello again, Schienenersatzverkehr. Wir müssen heute leider schon wieder ein Teilstück mit dem Bus fahren. Haben wir gerade freundlicherweise vom Zugbegleiter gesagt bekommen. Also Teilstück jetzt mit Bus und dann ja, wieder Zug weiter. Ja, das sieht ja mal sehr gut aus. Wir haben EN57.
Ja, wahnsinnig geil, dass wir jetzt doch noch einen EN57 erwischt haben. Hat mich total gefreut, dass ich das heute doch noch erleben durfte. Ja, was weniger geil ist, ist das, was jetzt folgt, weil, ja, wie gesagt, obligatorisch, wenn wir hier sind, schauen wir uns natürlich auch die KZ-Gedenkstätte an. Das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, was direkt hier um die Ecke ist. Ja, ich bin so ein Mensch, auch wenn das schon so lange her ist, menschliches Leid, das so hautnah mitzuerleben, mich persönlich nimmt es immer sehr mit. Also ich kann sowas nicht so einfach verkraften. Ja, aber trotzdem muss ich mir das anschauen unbedingt. So, da kommt ein EN57 nochmal. Nein, das ist kein EN57. Oder? Nee, ist es nicht. Oder doch? Nee, keine Ahnung, ist mir egal. So, wir haben uns das jetzt hier tatsächlich ein bisschen angeschaut. Es ist halt schon ein extrem bedrückendes Gefühl, wenn man sich das halt so ins Bewusstsein ruft, wie viele Millionen Menschen hier umgebracht wurden. Ja, das ist wirklich krass. Mir fehlt da irgendwie diese Vorstellungskraft für dieses heftige menschliche Leid. Es übersteigt einfach meine menschliche Vorstellungskraft in der Hinsicht. Also, ja. Ja. Also ich weiß auch nicht, was ich noch dazu sagen soll. Also, ja, es ist heftig, jetzt hier vorzustehen, so, oder jetzt gerade, wir sitzen halt, aber ja. Ja. Gut, wir gehen jetzt dann zurück zum Bahnhof, nachdem wir uns das hier angeschaut haben, nachdem wir einmal hier ums ganze Gelände drum umgelaufen sind. Und dann geht's weiter nach Katowice. Genau. Vielleicht nochmal mit EN57. Ja, jetzt haben wir tatsächlich wieder einen EN57, dieses Mal einen modernisierten und von einem anderen Unternehmen. Vorhin sind wir ja mit Polregio gefahren und das hier ist die Kolle Slaschki, mit der wir jetzt hier fahren.
Ja, und so neigt sich dann nun auch Polen langsam dem Ende zu. Fandest du es schön hier in Polen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch sehr schön in Polen. Mir hat die Tour davor mit Tschechien ehrlich gesagt noch ein bisschen besser gefallen. Aber Polen haben wir auch jetzt nicht so ausführlich gemacht. Wenn man in Polen auf die Suche geht, dann findet man hier auch das geile Zeug. Wir waren ja jetzt hier wirklich nur Katowice, Krakau in der Ecke. Und wenn man noch mal ein bisschen mehr macht, findet man hier auch ein paar ganz coole Dinge. Ja. Es hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht von der eisenbahntechnischen Seite. Ja. Jetzt steht ja noch ein Thema an, was du ganz arg liebst. Ja, super. Wir fliegen und du hast Flugangst. Das ist auch was. Ja. So, am Anfang hast du gesagt, ja, würde ich gerne mal austesten. Ja. Und du wolltest fliegen. Ja. Und jetzt fliegen wir und jetzt hast du voll Schiss. Ja, weil da früher oder da vor ein paar Wochen war es ja noch so, da musste ich noch nicht, aber jetzt muss ich fliegen und kann mich jetzt nicht mehr davor drücken, so, und das ist halt jetzt der Fehler, so, ja, also etwas Schlimmes wird auf dem Flug definitiv nicht passieren, allerhöchstens brennt das Flugzeug oder so oder bricht auseinander und schleudert dich in die Luft oder es dreht sich auf den Kopf und stürzt in den Wald. So. Ja, mehr nicht. Ne? Kein Grund zur Sorge. So, ne? Oder fliegt in die Weine nicht, Gebäude. Wenn das Triebwerk brennt. Darm. Ja, auf jeden Fall bin ich schon übelst aufgeregt und ich. Du wirst nachher aufgeregt sein, wenn das Flugzeug auseinanderbricht. Ich glaube, wir können uns ja noch eine Folge Mayday reinziehen, so als Ermunterung. Wir haben schon ein paar Freunde schon Sachen über Flugzeugabstürze geschickt. Und ey, aber Flugzeuge sind so sicher. Flugzeuge sind so verdammt sicher. Wie selten stürzt ein Flugzeug ab? Jetzt mal ehrlich. Passagierflugzeuge stürzen so selten ab. Der letzte Absturz hier in Deutschland von einer größeren Passagiermaschine war meines Wissens nach 2002 die Flugzeugkollision von Überling über dem Bodensee und dann davor 1972 die Interflug bei Königs Wusterhausen in Berlin. Aber das ist so lange her, das war... Na, guck dir das mal an, jetzt. Was denn? Ja, da ist gerade eins abgehoben. Ja, das ist ganz normal, dass da ein Flugzeug abgeht. Ja, ja, ich... Boah, ey, ne? Das wird noch was mit meinem Lukas hier, ne? Also, Boarding beginnt in 2 Stunden und wünscht uns einen angenehmen Flug, einen absturzfreien Flug. Jo. Ja. Wir sind jetzt im Flugzeug und Lukas pisst sich schon fast in die Hose. Ja, wirklich. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Vor ein paar Wochen wolltest du selber noch. Ja, ich weiß. Aber jetzt bin ich drin. Jetzt muss ich es. Es wird nichts Schlimmes passieren. Das Flugzeug wird nur brennen und abstürzen. Ja, super. Also, ich bin hier raus. Kontakt będzie potrwał dzisiaj godzinę i 20 minut. Przygotowujemy się do startu, więc prosimy Państwa o zapięcie pasu, zapięcie stolików, oparcie foteli w tym samolocie, nie odchylają się. Raz jeszcze przypominamy zakup w tym zakazie. Parania. Dziękujemy Państwu za wybory. In case of loss of cabin pressure, the oxygen mask automatically released. Jeżeli ciśnienie w kabinie gwałtownie spadnie, maska tlenowa wypadnie automatycznie.
Immer schön aufpassen bei der Safety-Demo, falls das Flugzeug abstürzt. Lukas, ne? Dziękuję za uwagę, dziękuję za uwagę. Ladies and gentlemen, you may now continue using your electronic devices in flight mode only. Charging them is confidential if an apparent moment the device to send out. Jetzt wird's spannend für Lukas. Wir drehen auf die Landebahn oder auf die Startbahn drauf. Das ist jetzt der beste Moment für dich. Bitte, lieber Gott, finde auf. Wenn ich manchmal asozial war und scheiße, aber bitte, lieber Gott. Lass mich heile antworten. Such mir eine Frau und sag mir, dass ich sie liebe. Ja, ja bitte, lieber Gott, bitte mach es. Es geht los. Warum denn? Der wartet auf die Starterlaubnis. Achso. Ohne Starterlaubnis kein Start. Gut, hättest du wohl gerne.
Too low. Terrain. Too low. Gear. Too low. Flap. Sink rate. Spaß. Ich mach doch nur Spaß. Armer Lukas. Doch eine gute Landung, oder Lukas? Ja, also es war besser als gedacht. Und es hat sogar auch ein bisschen Spaß gemacht. Ach, ernsthaft jetzt? Es hat dir Spaß gemacht. Ja, also Richtung Ende hin schon, ja. Weil ich dann verstanden habe, dass eigentlich nichts mehr passieren kann. Und weil es noch 10 wie waren, bevor wir dort waren. Wenn ich dich schon mal nicht von der Eisenbahn in Tschechien und Polen überzeugen konnte, habe ich dich wenigstens von dem Flug überzeugen können. Das konntest du doch auch in Tschechien und Polen. Mehr oder weniger. Ja. Ja. Auf jeden Fall war es echt eine schöne Zeit. Ich glaube und hoffe auch. Ladies and gentlemen, welcome to Dortmund Airport, where the local time is 5:35 p.m. Please remain stable, just your seatbelts fastened until you can stop, and the seatbelt sign is off. Please be careful of being overhead compartments, and I'm sure they might be falling out, causing injuries. Captain and Tiger, thank you for flying. Thank you.
Also ein sehr schönes Flugzeug auf jeden Fall. Und wir müssen vorne aussteigen, deswegen dürfen wir jetzt einmal das ganze Flugzeug angucken. Ja, und sehr schön, dass ich noch lebe. Hier an der Bushaltestelle des Dortmunder Flughafens trennen wir beide uns jetzt. Ja, es war echt sehr schön und ja, ich hoffe, sowas können wir nochmal wieder machen, aber diesmal bitte ein anderes Land. Ach komm, es war doch so schön. War es auch. Wirklich. War es auch. Ich bin beleidigt. Sorry. Das tut mir leid. Es gibt eine Anzeige. Oh, scheiße. Guck mal, die dahinter hier, die könnte ich direkt festnehmen. Ja. Hier ist Polizei NRW. Ja, stimmt. Ja. Also, oder du holst die Frau her, die meine coole Tasche. Ach ja, willst du die Story noch erzählen? Das kannst du gleich ruhig machen. Ja, da ist so eine komische Frau gewesen am Flughafen in Katowice, die gemeint hat, dass sein Gepäck zu groß ist, obwohl das den Anforderungen von Wizz Air entspricht. 40 mal 30 mal 10 ist die Vorgabe für Handgepäck bei Wizz Air. Ja. Und das hier... Ich habe darauf extra geachtet. Extra. Ja, und die Frau wollte ihn halt vom Ausgrenzen bzw. abkassieren und da haben wir diskutieren müssen und so weiter. Ja. Ich tippe einfach mal auf Rassismus. Wäre ja typisch Polen, aber... aber gut, ich will mich mal nicht zu weit aus dem Fenster. Ja, auf jeden Fall. Es war sehr schön mit dir. Und ich hoffe, das können wir wiederholen. Mal schauen. Das ist echt sehr, sehr... Das gibt eine Anzeige, wirklich. Das ist ja so sehr... Ja, ich bin jetzt erstmal pleite. Ja, ich auch. Und ich fahre jetzt nach Hause, nach Stuttgart. Ich komme erst morgen früh nach Hause, weil ihr wisst ja, bei mir in Tuttlingen habe ich ja so eine schlechte Anbindung. Das heißt, ich bin erst morgen früh bin ich erst zu Hause. Deswegen habe ich jetzt heute Abend in NRW auch noch ein bisschen Zeit. Ich mache noch einen kleinen Abstecher nach Hagen, treffe mich mit einem Freund und dann fahre ich entspannt heute Nacht irgendwie nach Hause. Schön, dann euch viel Spaß. Dankeschön. Dir auch eine schöne Heimfahrt nach Rheine. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Bis bald. Bis bald.
von Gleis 40 und RE8 nach Würzburg Hauptbahnhof.